Die Digitalisierung verändert zunehmend auch die Krankenhauspflege. Welche Neuerungen gerade die Informationstechnologie für die Pflege bereithält, darüber sprechen wir mit Irene Meyer. Sie hat soeben das Forum Pflege im Krankenhaus beim 40. Deutschen Krankenhaustag eröffnet. Frau Meyer, inwieweit hat denn die IT nun die Krankenhauspflege in der Tat schon verändert? Also das hat sie auf jeden Fall. Wir haben ja in einem doch größeren Teil der Kliniken Krankenhausinformationssysteme, die die elektrische Patientenakte eben auch übersetzt haben, sodass alle Berufsgruppen, damit natürlich auch die Pflege, die Informationen zum Patienten dort auch dokumentieren. Wir haben Laborsysteme im Einsatz, wir haben radiologische Systeme im Einsatz. Also das ist gewohnt und das ist auch akzeptiert. Und man sieht auch, dass es eine Unterstützung gibt für die Berufsgruppen, für die Pflege natürlich auch. Eine Unterstützung in der Weise, dass man Suchzeiten vermeidet, weil die Informationen eben für alle verfügbar sind, dass man nicht mehr Laborbefunde hin und her transportieren muss, dass man nicht mehr bildgebende Verfahren, also Röntgenbilder zum Beispiel, CT-Bilder suchen muss. Das ist Alltag geworden und diesen Vorteil sieht man auch in der Pflege. Man hat eindeutige Informationen, man hat klar lesbare Informationen, man hat auch Verknüpfungen schon von Informationen und man kann sich das heute überhaupt nicht mehr wegdenken. Also die wenigen Abteilungen, die heute dann doch noch papiergestützt Patientendokumentation durchführen und im Vergleich schon vielleicht auch in Einheiten gearbeitet haben, wo es anders ist, die wünschen sich nicht die papiergestützte Dokumentation, sondern die wünschen sich eben die elektronische Patientendokumentation und damit auch die Vereinfachung. Also angekommen ist das auf jeden Fall. Den Vorteil sieht man und den Nutzen auch. Wie steht denn das Pflegepersonal dem Thema IT gegenüber? Sehen Sie das kritisch? Nehmen Sie das positiv auf? Also das Pflegepersonal, wie die meisten Berufsgruppen in der Klinik, sehen in dieser Entwicklung natürlich ein sowohl als auch. Es gibt, und bei dem als auch, auf das komme ich gleich nochmal, sieht man insbesondere die Begleitung in diesen Prozessen. Insgesamt sieht das Pflegepersonal diese Entwicklung positiv. Sie sieht eben oder sieht auch die Vorteile, die sie hat bei schnellerer Information, klarer Information, Vermeidung von Suchzeiten und Ähnlichem. Sie sieht aber auch, oder das Pflegepersonal sieht auch, den Ansatz, den der Betrieb dazu aufnehmen muss, dass man einen prozessorientierten Ansatz wählt, dass man die Berufsgruppen zusammenführt, dass man die Arbeitsabläufe hinterfragt und dass man mit dem Übersetzen von IT eben diese Chance auch nutzt, hier die Abläufe zu verbessern, Formulare zu entfrachten und eine gemeinsame patientenzentrierte Dokumentation aufzubauen. Gerade das Thema Assistenzsysteme wird ja in der Berufsgruppe Pflege eher kritisch gesehen, weil dort ja auch Existenzängste mit begründet sind. Wie sehen Sie das ganze Thema? Ich kann die teilweise auch emotionale Aufregung nachvollziehen bei dem Pflegepersonal. Es hat wirklich auch da den Hintergrund, dass man häufig sehr polemisch, polarisierend und nicht in der Tiefe die Kenntnisse hat zu dem, was da auch ein Unterstützungssystem sich entwickelt und damit die Sorge besteht, dass hier Stellen abgebaut werden, weil man Technik einsetzt. Wir haben ja insgesamt einen hohen Personalmangel in der Pflege, der viele tausende Stellen ausdrückt. Und die Assistenzsysteme, die können eine sinnvolle Unterstützung darstellen. Auch da ist es notwendig, dass man in dem Haus entscheidet, dass die Assistenzsysteme einsetzt. Für was setze ich die Assistenzsysteme ein? Ob das jetzt Aufnahme von Speisewünschen ist, ob das Unterstützung bei körperlicher Tätigkeit ist, bei Lagerungsaktivitäten. Der komplexe Teil in der Berufsausübung, der die Beratung, die Schulung, die Information und die Beurteilung zur Patientensituation einsetzt, der wird immer von der Person gebraucht. Und da müssen sich die Pflegenden keine Sorgen machen, dass sie da überflüssig gemacht werden. Wo sehen Sie denn darüber hinaus weitere Einsatzmöglichkeiten im gesamten Pflegebereich? Zum einen sicher auf den Krankenhausbereich nochmal bezogen,
in der Entwicklung, Weiterentwicklung von dem Thema Big Data, wo Daten miteinander verknüpft werden können. Und jetzt würde ich gerne herausgreifen, das betriebliche Gesundheitsmanagement, wo natürlich für die Mitarbeiter andere individuelle Beratungsmöglichkeiten bestehen zur Erhaltung ihrer Gesundheit oder zur Wiedergesundwerdung. Ich sehe aber auch eine breite Weiterentwicklungsmöglichkeit für den ganzen Homecare-Bereich bei der älter werdenden Bevölkerung. Da gibt es sicher jetzt schon eingesetzte Systeme, die Unterstützung und Beratung geben bei Ernährung, bei Sturzvermeidung, bei Mobilisation. Auch der ganze Teil der Telenursing ist da sicherlich ein wichtiger Punkt, dass an einer Stelle angeleitet wird und die Betroffenen dann zu Hause diese Anleitung übernehmen von ihren Geräten und nicht mehr den Weg in Praxen, zum Beispiel physiotherapeutische Praxen, nehmen müssen. Also dieser Teil ist am Anfang und da sehe ich eine ganze Breite von Entwicklungsmöglichkeiten. Mir wäre es nochmal wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass die Pflegenden mehr eingebunden werden müssen, auch von der Industrie in der Anwenderentwicklung, weil sie mit ihrer Expertise dort sicherlich noch nicht so angekommen sind, wie erforderlich. Es ist noch eine sehr medizinorientierte Ausrichtung und das bietet auf jeden Fall Potenziale für die Versorgung in allen Sektoren, in der Klinik genauso wie in der Reha, aber auch im ambulanten Bereich, eben in der häuslichen Versorgung.